Die Frage ist, wie glaubwürdig ist denn diese Impfpflicht zum aktuellen Zeitpunkt? Wir erinnern uns daran, die Zahlen sind zwar sehr hoch, an Neuinfektionen allerdings das Gesundheitssystem. Das ist nicht an seine Grenzen, weil wir auf der Intensivstation, und das ist ja das Wichtige, haben wir zurzeit um die 185 Patienten, also auf jeden Fall unter 200, und auch auf der Normalstation um die 2000 Corona-Patienten. Was sagen denn Sie? In Ordnung ist gar nichts. Die Regierung hat genau null unter Kontrolle. Fakt ist, ich kann kein Impfgesetz beschließen, wenn ich nicht einmal weiß, ob eine Variante geeignet ist, eine Impfpflicht zu rechtfertigen. Wir haben das, wie Sie richtig gesagt haben, bei Delta gesehen. Da war die Impfpflicht angedacht. Bei Omikron hilft das überhaupt nicht. Wir wissen, dass sehr viele zweifach, dreifach geboosterte Personen sehr wohl Covid bekommen. Es gibt für die Impfpflicht keine Grundlage. Nicht wissenschaftlich evidenzbasiert, das sagen auch alle Virologen. Es bringt auch nichts, jetzt einen Freedom Day im März auszurufen, weil Österreich war von niemandem besetzt. Die einzigen Besatzer sind die ÖVP und die Grünen. Es ist natürlich zu begrüßen, dass der Landeshauptmann Kaiser hier eine Gesetzesprüfung anregen möchte und einbringen möchte. Das ist richtig, weil das Impfgesetz einfach aufgehoben gehört. Die FPÖ hat einen Antrag auf Aufhebung im Parlament eingebracht. Insofern ist es auch nicht nachvollziehbar, warum der Landeshauptmann von Salzburg, Haslauer, eine Evaluierung machen möchte, weil die Evaluierung steht ja sowieso in der Verordnung, die Ermächtigung, in der Ermächtigung des Gesundheitsministers. Also es kann nur das Ziel sein, dass das Gesetz aufgehoben wird, und daran arbeiten wir und viele andere natürlich auch. Mhm. Ist im Moment gerade das Gesetz, ist ja bereits in Kraft getreten. Der Nationalrat hat zunächst einmal das Gesetz verabschiedet, jetzt auch die Verordnung schon dort auch entsprechend durchgewunken. Es soll ja dann, mittlerweile ist es in Kraft, es soll mit Mitte März dann exekutiert werden. Man weiß noch nicht genau, wie das exekutiert wird. Gehen Sie davon aus, dass das überhaupt so weit kommen wird? Das wird, vielleicht mag es kommen, aber es wird einen Zusammenbruch der Verwaltung bezwecken. Und zwar nicht beim Landesverwaltungsgericht schon, sondern schon vorher bei den Strafreferaten. Es wird, man darf ja nicht vergessen, auch die Geimpften sind sehr verärgert über die Situation. Und wenn man daran denkt, ein Polizist kann einen Impfnachweis fordern bei einer Fahrzeugkontrolle. Was hindert einen Geimpften zu sagen, er zeigt seinen Impfpass nicht her? Das bedeutet, dass er angezeigt wird, und der Geimpfte kann dann seinen Einspruch damit rechtfertigen, dass er sowieso geimpft ist. Das belastet das wird die Verwaltungsbehörden massiv belasten, und auch die Frage, wie Amtsärzte feststellen sollen, dass jemand impfbar ist oder nicht, ist ja völlig noch dubios. Das soll ja online-mäßig ablaufen. Es soll ja auch so sein, dass nicht nur die im Gesetz vorgesehenen Allergien gegen eine Impfung befreiend wären, sondern auch darüber hinausgehende Krankheiten. Also da wird es sehr spannend sein, ob hier das Gesetz überhaupt exekutiert werden kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt haben Sie natürlich auch tagtäglich mit Menschen zu tun, die eben genau gegen dieses Impfpflichtgesetz ankämpfen wollen. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Menschen hier ungefähr auf so eine Ausnahmeregelung aus der Impfpflicht ansuchen wollen? Und ist das überhaupt handelbar? Das geht wohl in die Millionen grundsätzlich, weil ja jedes Mal der Impfstatus eines Genesenen in den ungeimpften Status wandelt, oder auch eines Geimpften, der sich nicht mehr ein drittes Mal impfen lassen möchte. Wir haben die Studenten, wir haben vor drei Tagen ein Zoom-Meeting mit über 300 Studenten geführt, die sich gegen die Regelung der WU wehren möchten. Wir haben ein Zoom-Meeting mit our Mitarbeitern, Flugpersonal und Bodenpersonal, und werden da hier auch massiv vorgehen. Es sind Personen aus allen Schichten der Bevölkerung, Lehrende, Professoren, Studierende, Arbeiter, Angestellte. Also das ist eigentlich ein Rattenschwanz an Personen, die sich das mit Sicherheit nicht gefallen lassen werden.
Und wenn es jetzt eben, so wie Sie sagen, Millionen Menschen sein werden und eben diese Impfpflichtausnahme ist, von Amtsärzten zum Beispiel überschrieben wird, ich weiß jetzt nicht, wie viele Amtsärzte wir haben in Österreich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es darauf ausgelegt ist, dass jetzt Millionen Menschen bis zum 15. März zum Amtsarzt gehen können, um sich dort auch dann entsprechend zu einem Bescheid abzuholen. Also wir wissen, dass es ungefähr 260 Amtsärzte gibt. Wir werden in den nächsten Tagen, man kennt sie vielleicht, www.keine-impfpflicht.at, unsere Plattform, da stellen wir kostenlos den Personen die Möglichkeit zur Verfügung, dass sie einen Brief an den Amtsarzt abschicken können, ausdrucken und abschicken können mit dem Ersuchen und Beantwortung bestimmter Fragen und um einen Termin. Weil der Amtsarzt muss ja wohl jemanden ad personam untersuchen, um darüber zu befinden, ob er impfbar ist oder nicht. Also das stellen wir zur Verfügung in den nächsten paar Tagen. Und wenn man daran denkt, unser Abgeordnetenbrief, den wir ermöglicht haben, eben auch über diese Plattform, der ist 500.000 Mal abgerufen worden. Da bin ich dann gespannt, ob die Amtsärzte bis zum Auslaufen des Gesetzes, sollte es nicht ohnehin vorher aufgehoben werden, nämlich bis 31.01.2024, da die Atteste und den Terminen nachkommen werden können. Aber das natürlich eben strafbar wäre es ja schon vorab. Das heißt eben ab Mitte März, sofern es dem Zeitplan folgt, bis dahin können diese Sachen ja nie abgearbeitet werden. Strafbar, da schauen wir uns mal an, weil ich werde dann natürlich einen Einspruch machen. Und in diesem Einspruch werde ich und natürlich auch diesen damit begründen, dass ich gar nicht bestraft werden kann, wenn ich gar nicht weiß, ob ich impfbar bin oder nicht. Also jede Strafbarkeit wird sich da hier in Luft auflösen. Wie ist denn das im Moment gerade? Es gibt ja auch bereits ein Volksbegehren, wo Sie ja auch mit dabei sind als Initiator. Was genau wird da verlangt in dem Volksbegehren und wie viele Menschen haben sich da bereits eingeschrieben? Wir haben dieses Volksbegehren keine Impfpflicht initiiert. Es haben sich mittlerweile 161.000 Personen haben Unterstützungserklärungen abgegeben. Wir planen jetzt gerade dass das Volksbegehren in das Einleitungsverfahren übergeht. Und wesentlicher Punkt in unserem Volksbegehren ist, dass bundesgesetzlich bzw. verfassungsgesetzlich ein Verbot bestehen soll, dass Personen aufgrund ihres Impfstatus diskriminiert werden. Das soll unter Strafe gestellt werden. Wir wissen es bei der Auer, da werden Personen freigestellt bei Entzug des Entgelts und bei Entzug der Sozialversicherung. Wir sehen das bei der WU und wir sehen das bei zigtausend Angestellten und Arbeitern, die massiv gemobbt, diskriminiert werden, weil sie nicht geimpft sind. Und das wollen wir ändern. Und aus diesem Grund wird es wichtig sein, dass dieses Volksbegehren auch von vielen Menschen unterstützt wird. Ich habe das auch gehört, gerade in Schulen zum Beispiel, da gibt es ja diesen Ninja-Pass, wo dann geimpfte Schüler bekommen einen goldenen Sticker und die nicht geimpften einen grauen Sticker. Ich halte das wirklich für befremdlich. Ich verstehe nicht, warum hier Lehrer und Direktoren das überhaupt zulassen, wenn das meinetwegen von der Bildungsdirektion oder vom Unterrichtsministerium angeordnet wird. Es ist auch völlig enttäuschend, wie hier Gewerkschaften, Wirtschaftskammer und vor allem auch Betriebsräte, die eigentlich für die Angestellten da sein sollten, völlig unterwürfig hier reagieren. Im Grunde ist die Daseinsberechtigung jedes Betriebsrates und der Gewerkschaft massiv zu überlegen, weil das, was die bisher geleistet haben, ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Es hat Israel gerade den grünen Pass mehr oder weniger als obsolet erklärt. Er wird nur noch für Großereignisse jetzt herangezogen, weil sie eben in Israel der Meinung sind, dass die Impfung gegen Omikron nicht entsprechend hilft. Gleichzeitig eben gibt es eben hierzulande, wie wir schon gesagt haben, einige Virologen, die halt auch sagen, dass es sehr, sehr skeptisch zu sehen ist, vor allen Dingen in Anbetracht der aktuell vorhandenen Stoffe. Die Politik, oder zumindest eben Sigi Maurer, haben wir ja vorher gehört, die möchte daran festhalten, an dem Plan. Was weiß die Politik, was die Virologen nicht wissen? Die Politik weiß anscheinend gar nichts. Hier sollte sich die Politik wirklich überlegen, intellektuell ein bisschen aufzurüsten. Es ist einfach unmöglich, dass entgegen aller wissenschaftlichen Expertisen die Politik
in Verletzung ihres Stolzes vielleicht hier weiter ihre Maßnahmen setzt. Israel war ja das goldene Kalb für Österreich. Es war immer ein Maßstab für die Maßnahmen. Warum jetzt plötzlich Österreich Israel nicht mehr heranzieht? Wir haben es auch bei Spanien, Portugal, wir haben es in der Schweiz, wir haben es in Schweden, Dänemark. Überall werden die Maßnahmen aufgehoben. Ich verstehe da die Grünen nicht. Aber vielleicht ist es die Angst vor einer Neuwahl und in die Verdammnis der ewigen Opposition.